Zunächst darf ich den Punkt 1 auf des Oberbürgermeisters und Ihnen kurz einiges mitgeben. Also, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste im Saal und natürlich auch im Livestream, meine Damen und Herren. Wir erleben in diesen Tagen eine so schnelle Entwicklung auf verschiedenen politischen Ebenen, dass es selbst Kennern der Materie schwerfällt, damit Schritt zu halten. Aber mit Blick auf die Energiekrise ist ein solches Tempo sicherlich auch dringend nötig. Aus diesem Grund will ich an dieser Stelle Sie als Stadtrat, aber auch die Dresdnerinnen und Dresdner über wichtige Punkte in unserem Verantwortungsbereich informieren. Das Wichtigste dabei vorneweg: Dresden hat mit der Sachsenenergie einen robusten und kompetenten Regionalversorger, der die vom Bund beschlossenen Entlastungsmaßnahmen zügig und konsequent umsetzt. Im Moment gelingt es der Sachsenenergie insbesondere, die Strompreise weit niedriger zu gestalten als andere Versorger in Sachsen und im gesamten Bundesgebiet. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Stromkunden der Drewag zahlen ab Januar in der Grundversorgung einen Verbrauchspreis von 39 Cent pro Kilowattstunde, während in Leipzig 52 Cent und in München sogar 61 Cent anfallen. Und ich will gerade mit Blick auf die aktuelle Haushaltsdebatte eines betonen: Die Sachsenenergie schafft dies, ohne dabei auf Zahlungen, Kredite oder Bürgschaften aus den kommunalen Haushalten angewiesen zu sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie der Blick in unserer Schwesternstadt hier in Sachsen zeigt. Als Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender möchte ich den Dresdnerinnen und Dresdnern vor allem ein Signal geben: Die Kolleginnen und Kollegen bei Sachsenenergie arbeiten nach Kräften daran, damit die Entlastungen schnellstmöglich beim Kunden ankommen. Für rund 110.000 Verträge mit Gaskunden, und da reden wir nur von den Privat- und Gewerbekunden, und für 630.000 Stromkunden im gesamten Versorgungsgebiet müssen in einem enormen Tempo gerade die Dezember-Soforthilfe und die Energiepreisbremsen in die Systeme und Abläufe integriert werden. Das ist kein normales Geschäft, sondern ein Kraftakt, der zusätzlich mit einem erheblichen Informations- und Servicebedarf im Kundendienst einhergeht. Immerhin 25.000 Anrufe bearbeitet derzeit das Servicecenter pro Woche. Klar ist, die Gas- und Wärmekunden der Sachsenenergie profitieren automatisch von der Dezember-Soforthilfe. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn auch hier ist eine solide Basis notwendig, um die Zeit bis zur Auszahlung der staatlichen Hilfen zu überbrücken. Die Dezember-Abschläge werden nicht eingezogen. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, um die aktuelle Situation zu meistern und auch im Wissen um unsere Vorbildfunktion als Kommune hat die Stadtverwaltung ein eigenes Energiesparkonzept erstellt und setzt dies auch um. Auf der Grundlage von Stichproben des Hochbeamtes ist der Energie- und Wärmeverbrauch in den Monaten September und Oktober zum Beispiel in den Schulen um bis zu 25% gesunken. Natürlich spielen hier auch die milden Wetterbedingungen eine Rolle, aber dennoch sind deutliche Effekte spürbar. Bei der Straßenbeleuchtung sparen wir im Augenblick durch die Veränderung der Zeitabläufe rund 220.000 Kilowattstunden aufs Jahr gerechnet. Der Stromverbrauch hier im Rathaus ist zum Vorjahreszeitraum auch um 17% gesunken. Diese Zahlen stehen beispielhaft für die Anstrengung, die wir als Verwaltung unternehmen, um unseren Beitrag zu leisten. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung hat mit seinem Beschluss Licht an ja bereits für einiges Aufsehen gesorgt. Ich kann Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass auf mein gewünschtes Schreiben bereits die Frauenkirche und die Kreuzkirche abschlägig geantwortet haben. Seitens des Freistaates liegt zwar bisher keine Antwort vor, aber ich gehe auch hier davon aus, dass keine Beleuchtung von Gebäudedenkmälern in Erwägung gezogen wird. Für die Verwaltung habe ich entschieden, dass sowohl die Weihnachtsbeleuchtung als auch die Anstrahlung der Augustusbrücke umgesetzt wird. Hier sehe ich einen inhaltlichen Zusammenhang mit den stattfindenden Weihnachtsmärkten auf Alt- und Neustädter Seite. Eine Anstrahlung des Rathauses weit ab vom weihnachtlichen Marktgeschehen lehne ich mit Blick auf die Einsparverordnung des Bundes ab. Ich will aber auch eines betonen, und da stimme ich mit vielen Stadträtinnen und Stadträten überein: Jede denkbare Sparmaßnahme muss gegen andere Belange
abgewogen werden. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Nutzung von Sporthallen nach dem Sportunterricht einzuschränken, würde erhebliche Einsparungen bringen, ein Vielfaches mehr als die Abschaltung von Gebäudebeleuchtung. Aber wir werden eine solche Maßnahme in keinem Fall in Erwägung ziehen, solange sie nicht durch den Gesetzgeber angeordnet wird. Gleiches gilt für Bibliotheken und Museen. Mit Blick auf die kommenden Monate sollen wir uns hüten, immer neue Debatten anzusetzen, die mehr verunsichern als nützen. Wir hatten gerade in diesem Raum vergangene Woche Vertreter der Unternehmen unserer Stadt eingeladen. Über 120 sind dieser Einladung gefolgt. Und die klare Botschaft, die alle Unternehmer mitgegeben haben, wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Klarheit und deswegen sollten wir auch versuchen, alles dafür zu tun, diese zu geben. Die Bundesregierung hat zahlreiche Entlastungspakete und Gesetzesvorhaben geschnürt, die ihre Wirkung erst noch entfalten müssen. Wir sollten uns dafür hüten, in einen Überbietungswettbewerb einzusteigen, der im Zweifel an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht. Vielen Dank. Soweit zu den Punkt 1 Bericht des Oberbürgermeisters.